Hallo und damit ein ganz herzliches Willkommen hier zu einem neuen Video. Ja, es gibt drei neue Themen hier beim FC Köln. Und zwar, die erste ist, wir kriegen einen Neuzugang. Diesen Neuzugang kennen wir allerdings schon ein bisschen länger, weil, wie gesagt, wir eigentlich nur darauf gewartet haben, bis es wirklich bestätigt ist. Und zwar, Linton Mayner kommt von Hannover 96 ablösefrei und unterschreibt bei uns einen Vertrag bis 2025. Und somit sind wir uns, glaube ich, alle einig, wünsche ich ihm alles Gute und herzlich willkommen hier in der schönsten Stadt Deutschlands. Ja, wie gesagt, das ist erstmal eine sehr, sehr schöne Nachricht. Jetzt kommt allerdings ein kleiner Schock, denn Salih Özcan verlässt den ersten FC Köln. Ja, und geht zum BVB. Fand ich persönlich echt mega überraschend. Gerade weil, wie gesagt, Salih Özcan, gebürtiger Kölner, spielt schon, hat eigentlich mit der Muttermilch, sag ich mal, den FC kennengelernt und finde ich persönlich echt überraschend, dass er jetzt schon den Verein verlässt, gerade nach dieser Saison und gerade nach der Chance, nächste Saison, oder was heißt Chance, aber gerade nach, dass wir nächstes Jahr international spielen. Also jeder gebürtiger Kölner hätte gerade diese Saison noch, also ich persönlich hätte da auf jeden Fall noch auf die paar Millionen verzichtet. Klar, bei Dortmund bekommt er natürlich mehr, ist ja klar. Aber verstehe ich absolut nicht, wieso er jetzt wechselt. Also keine Ahnung, das Traurige ist, erst dachte ich, ja gut, aber wir werden ja bestimmt so 10 bis 11, 12 Millionen für den bekommen. Nee, denn wir kriegen dadurch, dass Salih Özcan in seinem Vertrag eine Ausstiegsklausel hat, bekommen wir für ihn gerade mal 6 bis 7 Millionen Euro. Das tut weh. Also, dass er wechselt, tut ja schon allgemein weh, aber dass er dann auch noch für so wenig Geld geht, das tut noch mehr. Also, das ist nicht nur ein voll ins Gesicht, sondern das ist noch da in die Mitte der Leidenschaft. Also, das ist, wie gesagt, finde ich krass, fand ich sehr überraschend, weil ich eher gedacht habe, dass Skiri uns die Saison verlässt, aber es wird Salih Özcan sein. Er ist gestern oder heute noch zum Medizincheck zum BVB gefahren und somit war es das wohl mit Salih Özcan. Ich wünsche ihm trotzdem alles Gute für die Zukunft, auch bei unseren Freunden bei Dortmund. Wie gesagt, da wird es härteren Konkurrenzkampf geben als beim ersten FC Köln. Hier hat er sich jetzt wirklich mal reingefunden und hat auch wirklich oft auch Startelf gespielt. Und das wird beim BVB nicht so einfach funktionieren. Auch hier in Köln war es nicht einfach. Und er hat es jetzt gerade erst hingekriegt und jetzt wechselt er wieder. Ja gut, wie gesagt, Reisende soll man auch nicht aufhalten, aber ich finde es echt sehr überraschend. Kommen wir zur nächsten, und zwar unser Chef, sag ich einfach mal, und zwar Keller sagt, Krise, also Finanzkrise, wir wären wohl ziemlich pleite. Dass wir nicht reich sind, das wusste ich auch. Also das war mir nicht überraschend, oder das habe ich jetzt nicht, fand ich jetzt nicht überraschend, aber wir wären wohl ziemlich pleite und deswegen könnten wir auch, Stand jetzt, vom Vertrag her von Anthony Modest, was er bis jetzt bekommt, könnten wir ihm nicht mehr bezahlen. Und deswegen wird es im Sommer wohl auch keine Vertragsverlängerung geben, sondern sie wollen abwarten bis im Herbst, was da denn so noch auch passiert, was wir da an finanziellen Mitteln mittlerweile haben. Ist ja wahrscheinlich auch, wie weit wir in der Conference League kommen, ob wir überhaupt die Playoffs auch bestehen, das weiß man ja auch noch nicht. So, und dann will man wohl weiterschauen. Also von daher wird der Vertrag erstmal nicht verlängert bei Anthony Modest, sondern man wartet weiter ab. Anthony Modest weiß aber auch Bescheid. Logisch, wäre ja traurig, wenn er nicht Bescheid wüsste. Das ist so der Stand der Dinge. Sonst gibt es eigentlich nichts Neues beim FC. Also wie gesagt, drei Updates sozusagen vom ersten FC Köln gab es. Wie gesagt, einen Neuzugang, einen wahrscheinlichen Abgang oder einen Abgang. Und wie gesagt, dass wir nicht ganz reich sind. Gut, das wusste jeder bis jetzt. Ja, wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne mich wissen mit einem Daumen nach oben. Und wenn ihr natürlich mehr solcher Videos sehen möchtet, dann abonniert gerne diesen Kanal. Würde mich extremst freuen. Und allerdings, wenn euch auch solche Themen, schreibt gerne eure Meinung rein. Also gerade bei solchen Themen ist eure Meinung gefragt. Schreibt sie gerne in die Kommentare, würde mich mal sehr interessieren. Wie gesagt, zu Salih Özcan, zu unserem Neuzugang Linton Mayner und auch gut über Anthony Modest brauchen wir nicht drum herum reden, dass der natürlich wichtig ist für den FC und jeder möchte gerne, dass der Vertrag verlängert wird.
Alles klar, ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr zugeschaut habt und bis dahin macht's gut, euer Niklas und ciao.